Ein wunderhübschen ihr Lieben. Ich verzeiht mir, ich habe es noch nicht geschafft, die letzten 2 Wochen jetzt irgendwie was an hochzuladen. Ich habe 2 Infovideos gemacht, die bin ich auch. Das eine ist sogar fast fertig, das andere habe ich neu aufgenommen dann. Habe ich auch schon angefangen zu schneiden. Jetzt fange ich nochmal an, weil sich da wieder was geändert hat. Und deswegen fasse ich das kurz und knapp zusammen, Leute. Ich habe die Firma gewechselt. Ich bin jetzt wieder bei Instagram, sage ich schon. Wer das auf TikTok verfolgt hat, der hat das mit Sicherheit gesehen, dass ich wieder bei GJ bin. Die Gründe dafür sind einfach Corona. Das ist der einzige Grund und es gab da eben halt so ein paar Probleme. Die Videos habe ich wieder gelöscht, weil da die Spedition hier, keine Ahnung, dessen Namen ich nicht sagen darf, hier wollte, dass ich die Videos wieder rausnehme wegen Datenschutz und wegen Kunden und keine Ahnung, was die da für eine Luftblase im Schädel haben, aber ist mir auch egal. Deswegen sind jetzt die Videos, die ich gemacht habe, die sind raus, die habe ich gelöscht. Habe auch schon das Video von letzter Woche, ist schon auf dem Laptop. Ich fange das heute an zu schneiden, Leute. Ich kann euch aber nicht sagen, wann das jetzt kommt. Ich kann euch allgemein nicht mehr sagen, wann die Videos kommen, weil ich schneide die ab sofort im LKW und nicht mehr zu Hause. Und ich versuche das aber so einzupegeln, dass es wirklich regelmäßig kommt. Aber ja, so ist das jetzt nun mal, Leute. Ich werde jetzt auch sowas wie so ein Frage-Antwort-Video-Zeugs machen, damit die Hauptvideos einfach nicht so lange werden, falls jemand eine Frage gestellt hat, so wie in dem Video, was ich gelöscht habe, was die Parkplätze und so weiter in Schweden und so angeht. Dass es das nicht mit ins Video reinkommt, ins On-Tour-Video, sondern dass es dafür extra Videos gibt, wo ich dann die Fragen beantworte. Das kommt jetzt auf jeden Fall auch. Deswegen ist es ein bisschen chaotisch gerade. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Nur, dass ihr mich jetzt mal gesehen habt und nicht denkt, ich gebe auf oder ich mache keine Videos mehr oder sowas. Das wird nicht passieren. Deswegen dieses kurze Infovideo zu dem Ganzen. Das Video von letzter Woche, das kommt jetzt diese Woche. Das Video, was ich diese Woche aufnehme, kommt ja dann erst nächste Woche. Das wird sowieso eine kurze Woche werden, weil wir stehen kurz vor Weihnachten. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Finnentrop. Ausladen und einen Folgeauftrag habe ich noch keinen. Ich habe jetzt meinen Hosenscheißer dabei, mein Odin, der wird im Video auch öfter zu sehen sein. In diesem Sinne, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Ich wollte einfach nur mal kurz dieses kleine Infovideo hier machen, damit ihr ein Update habt von mir, wie es jetzt weitergeht, was jetzt kommt. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Ja, Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid von dem Corona-Wahnsinn verschont. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in die neue Woche, ihr Lieben. Und das war es auch schon wieder für das kurze Video. Ich werde jetzt mit meinem Hund nochmal rausgehen und dann geht das weiter nach Finntrop. Und wir sehen uns in der nächsten On-Tour-Folge auf jeden Fall wieder. Bis dahin, bleibt gesund, Leute. Macht's hübsch, schaut rein.